Jetzt müssten wir mittlerweile in Take Nummer 8. Oder sind wir schon in Take Nummer 9? Jedenfalls müsstet ihr jetzt endlich Sound haben, hoffe ich. Ja, will ich schwer hoffen. Wir beginnen trotzdem mal, auch wenn ich jetzt noch keinen Sound habe, dann muss ich noch ein bisschen dran rumschrauben. Ja, ich habe jetzt 8 oder 9 Mal versucht, das Spiel aufzunehmen. Ich benutze das Programm Action für die etwas. Für so viele Leute, die sich etwas besser auskennen, auch ein paar technische Daten hier am Rande. Ich habe in der letzten Aufnahme, das ist die Nummer, ich weiß gar nicht, welcher Part das war, ich glaube 17 und 18, auf jeden Fall die zwei Parts, die letzten zwei Parts von Mist, die ich aufgenommen habe, waren die ersten zwei Parts, die ich auf dem neuen Rechner bzw. auf der aktuellen Festplatte aufgenommen habe, weil ich ja bereits alles auf der neuen Festplatte jetzt installiert habe. Auch wenn es auf die alte Festplatte überzieht, ist ja auch egal. Das wären jetzt zu viele technische Details und langweilen will ich mich auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auf meiner jetzigen Festplatte, auf der aktuellen Festplatte, meinen Rechner installiert. Also mein Windows und mein neues Programm, beziehungsweise mein altes Programm, mein Action fürs Aufnehmen von Spielen. Leider habe ich jetzt das feine Problem, dass ich bedauerlicherweise nicht richtig aufnehmen kann, weil oder konnte, weil die Einstellungen bei meinem Action nicht richtig waren. Die muss ich jetzt selber einstellen. Zum Beispiel, dass ich zwei Spuren habe von Sound. Einmal die Audiospur, die er hört, und einmal die Audiospur, in der er mich hört. Das ist einfach für mich später einfacher, dann das Rauschen nach Möglichkeit zu entfernen oder zumindest so weit zu reduzieren, dass es nicht ganz beschissen klingt. Und ja. Die Folgen von Mist sind so gut wie alle, ausnahmslos eigentlich. Es gibt, glaube ich, mal ein paar einzelne Folgen, die ich vergessen habe, aber die meisten Folgen sollten eigentlich schon entrauscht sein. Ich hasse meinen Computer und mein Leben noch dazu. Wobei der Computer jetzt hier schon erheblich leiser ist mit der Halbwasser-, Halbluftkühlung. Wie auch immer, ich habe halt so ein komisches, lautes Zimmer und so ein extrem empfindliches Mikro, dass ich selbst den Furz einer Fliege hören würde, die hinter mir an der Wand sitzt. Egal. Ich kenne das Spiel gar nicht. Also ich werde jetzt auch gleich nochmal auf. Wisst ihr was? Bevor ich euch jetzt irgendwas anderes über das Spiel und so weiter erzähle, und ja, es tut mir leid, dass wir so lange warten müssen hier am Anfang. Bevor ich jetzt irgendwas noch erzähle, schaue ich mal kurz, ob die Aufnahme diesmal passt. Und ich hoffe, dass dieses Mal nicht wieder das Programm abschmiert, wenn ich die Aufnahme beende. Das ist mir nämlich die ersten vier Aufnahmen Versuche. Die ersten vier Aufnahmen Versuche ist mir das nämlich passiert. Bis gleich. So, es scheint alles soweit hinzuhauen. Hoffe ich im ersten Moment jetzt gerade jedenfalls. Ja, egal, wie auch immer. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Dass ich das nicht hinterher nochmal machen muss, ist jetzt, wie gesagt, im Prinzip ist jetzt der 9. Versuch. Wobei ich jetzt alles einmal soweit überprüft habe. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist ja, ich habe keinen Ausschlag beim Spielesound. Der Spielesound ist aber vorhanden. Okay. Egal, ich kann das nachhinein noch ein bisschen angleichen. Ich habe jetzt die Einstellung noch mal ein bisschen überarbeitet. Und zwar habe ich jetzt mal den Gesamtsound mal ein bisschen lauter gemacht und dafür habe ich für mich die Kopfhörer ein bisschen leiser gedreht. Also, zu Saints Row. Das hier ist ja jetzt Saints Row 4. Ich kenne Saints Row gar nicht. Und ich meine wirklich gar nicht. Ich habe mal zwei, drei Folgen bei Gronkh gesehen, aber das ist so lange her und ich erinnere mich so schlecht daran, dass ich überhaupt keinen Plan habe, was oder wo er da überhaupt war oder wie er da irgendwas gemacht hat. Also im Prinzip ist dieses Spiel zwar schon relativ alt, ich weiß gar nicht, von wann dieses Spiel ist, aber es ist für mich ein komplettes Blindspiel. Auch möchte ich hinzufügen, weil ihr euch jetzt wahrscheinlich denkt, wo ist Fable, wo ist Zelda, wo ist vor allem Mist? Naja, das kommt nach wie vor. Nur, dass ich das hier jetzt mal zwischenschiebe, dass sich die anderen Spiele nicht immer so sehr abnutzen. Und ich habe außerdem auch noch ein paar technische Schwierigkeiten mit meiner Elgato bzw. mit meinem Aufnahmeprogramm, da ich davon auch noch nicht viel gemacht habe. Was bedeutet, ich muss den restlichen technischen Kram im Hintergrund mit der Hardware und auch mit der Software im Nachhinein dann noch ein bisschen überarbeiten. Und ich bin momentan, ich sag's wie es ist, schlichtweg zu faul dafür. Aber keine Sorge, Fable und Zelda sind nicht abgesagt oder sonst was, die kommen nach wie vor. Und
Ich weiß nur noch nicht wann. Aber es wird demnächst weitergehen. Bedenkt übrigens bitte an dieser Stelle, wenn ihr euch jetzt hier ein Kriterium aussucht, dass ich kein Gaming-YouTuber bin, sondern die Gaming-Sachen nebenher und vor allem als Hobby mache. Klar verdiene ich auch ein bisschen was am Gaming-Kanal, aber das ist nicht ansatzweise genug, um davon zu leben. Und um ehrlich zu sein, fehlt mir bei meinem Gaming-Kanal auch hier und da ein bisschen die Motivation, weil ich halt immer alles auch alleine aufnehmen muss. Hätte ich ein paar Kollegen, mit denen ich das aufnehmen könnte, ich hätte ein paar Kollegen, mit denen ich zocken könnte, klar, aber ich habe keine Kollegen, mit denen ich aufnehmen kann, weil die meisten sich natürlich wegen dem Hate aus der Öffentlichkeit bei mir zurückziehen, was ich auch verstehen kann und was ich auch denen nicht übel nehme, aber es ist halt ein Problem für mich, was die Aufnahmen angeht, weil auch andere YouTuber, mit denen ich sowas eventuell aufnehmen könnte, wobei ich gar nicht weiß, also ich meine, gut, hier steht Koop. Aber ich weiß gar nicht, ob man das. Also klar, man kann es zu zweit spielen, wenn hier Koop steht. Aber was ich damit meinte, ist, ich würde gerne mehr Sachen von Speedrunners, war ganz witzig, alleine eigentlich aufzunehmen. Aber ich würde ganz gerne auch ein paar andere Sachen aufnehmen, wie zum Beispiel Shellshock oder auch Widget. Wäre vielleicht viel lustiger, wenn wir mehrere Leute hätten. Und ich hätte auch zum Beispiel, was ich besonders gerne mag, ist halt eigentlich, na, wie heißt's? Dead by Daylight, aber ich habe für Dead by Daylight, glaube ich, bloß ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube 3 Spielstunden oder so. Und das halt auch, weil ich das bloß alleine habe. Und aus meinem Freundeskreis hat es nicht mal jemand. Das heißt, ich kann es nicht mal im Privatmodus spielen, weil ich da immer alleine spiele. Das ist irgendwie langweilig. Gut, würde ich sagen, fangen wir mal mit der Kampagne an. Ich habe, wie gesagt, keinerlei Ding. Ich habe auch keinerlei Spielstand, das geladen ist. Ich habe, wie gesagt, nichts von diesem Spiel, weil ich davon auch nichts kenne. Oh, und müde bin ich auch gerade. Man sollte dazu sagen, wir haben jetzt gerade knapp 1 Uhr in der Nacht. Und ich habe natürlich wieder nichts Besseres vor, als aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob man den Spielmodus später ändern kann. Ich würde auf normal starten und falls es mir so schwer wird, Helligkeit. Stellen Sie die Helligkeit so ein, dass die mittlere Form kaum zu sehen ist. Mittlere Form. Ich sehe bloß die linke Form. Was? Wollt ihr mir sagen, dass da 3 Figuren sind und ich sehe nicht mehr die mittlere? Das kann ja heiter werden. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht. Ich lasse es mal so. Ich weiß nicht, wie das hinterher auf YouTube aussieht. Aber ich sehe nicht mal die mittlere Figur. Ich sehe nur die linke Figur. Und ich schätze mal, hier ist noch eine und hier wird auch noch eine sein, wenn hier steht die mittlere. Wohl. Es könnte natürlich auch sein, dass mein Fernseher zu dunkel eingestellt ist, weil ich benutze meinen Fernseher als zweiten Bildschirm. Spiel mal so. Ich hoffe, das ist hundertprozentig Helligkeit, Alter. Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Da schreit der T-Rex auf meinem Tablet, der will wieder gefüttert It is werden. a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose. And so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Okay. Hört sich interessant an. Und das fängt ja schon gut an. Scheiße, da kann ich mich auf Copyright freuen. Da kann ich mich auf GEMA freuen.
Alter, was geht mit dem Spiel? Also was ich weiß nur eine Sache über dieses Spiel. Und zwar, dass es sich absolut nicht selbst ernst nimmt. Also ich weiß nicht wirklich viel über das ganze Spiel, im Gegenteil. Wie gesagt, ich weiß eigentlich nicht wirklich. Das Einzige, was sich in meinen Schädel geprägt hat und warum ich sie mir damals anschauen wollte, weil ich solche Spiele mag, war bei Gronkh die Aussage, dass es sich eben nicht selbst ernst nimmt. Und sich eben selbst verarscht auch gerne. Ich vermute mal, das sind wir. Ist aber nur eine Vermutung. Hat da gerade jemand geschrien, das aber vom Fenster, vom Dachfeld oder was? Alter, geht der ab, ey. Alter, was zur Hölle? What the hell? Ich darf die Maus bewegen. Immerhin. Okay, das Symbol schaut ja schon geil aus. Ich habe gerade gesehen, er hat zwei Waffen in den Krallen, der Adler. Das wird noch interessant. Okay, ich darf laufen. F. Alter. Ja, mal nachladen. Kann ich da irgendwas looten eigentlich? Nö. Alter, was? Voll am Rumkicken? So, nachladen. Huch. Kann ich mich denn hinhocken? Sag mal, können die überhaupt durch die schießen, Alter? Die latschen einfach weiter. Was zur Hölle? Was ist mit diesem Spiel los?
Man muss sich doch irgendwie. Was zum? Was zum? Was? Warum tanzt der jetzt? C ist doch normalerweise hinsetzen, Alter. Was geht denn jetzt, Alter? Hab ich noch Muni? Okay. Also bis jetzt ist es ganz geil eigentlich. Die Steuerung ist unglaublich präzise. Ach so, Entschuldigung. Alter, ohne Scheiß, die Steuerung ist unfassbar präzise, was ich saugeil finde an Shootern. Na komm. Wo? Hä, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Hier ist er. Alter, was? Na komm, steh auf. Hey, wo ist meine Waffe? What the hell? Hallo? Wo ist meine Waffe? Hallo? Super, muss ich den jetzt zusammenprügeln oder was? Ach so, deswegen habe ich keine Waffe. Alter, lädt das spammen. Ach nein, sag mir nicht, dass es Tibilities hat. Was zum... Oh, ich hasse Fatality, oder Fatality ist ja was anderes. Ich hasse es so Scam. Es sind so Sachen, wo man Tasten recht drücken muss. Das geht mir auf die Nerven. Alter, oh shit. Run, guy, run. Was zum... Als ob! Als ob, dass sich jetzt eine Rakete dran hängt! Als ob! Sag mal, was ist verkehrt mit diesem Spiel? Warum kommt jetzt dieser Song? Was ist verkehrt mit diesem Spiel? Alter, wie geil!
Alter, warum spielen die diesen Song? Mann, ich kann mich von Copyright schon mal verabschieden, so viel ist sicher. Ich hoffe nur, es wird nicht gesperrt, ey. Was zum? Was zum? Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel, Alter? Oh, mega geil bis jetzt schon mal. Ich hoffe, die präzise Steuerung bleibt so. Was zum? Was zur Hölle? Zero Saints Terry. Geschafft. Was zur Hölle ist falsch mit diesem Spiel? Okay. Pirater. Alter, eigentlich jetzt freigeschalten.